Jungs, erzählt mal, das erste Mal Dubai oder was? Ja, allererstes Mal Dubai. Geisteskrank. Ist gut, ne? Different. Aber ich bin hier raufgekommen, Digga, der Vibe ist direkt da. Alle haben sofort gute Laune. Glaub an dich selbst, glaub an deine Träume, dann siehst du das alles, wie es nur möglich ist. Allein wenn ich nur hier bin, ich komme aus Deutschland, das erste Mal hier in Dubai, die Träume hier und die Vision, automatisch fange ich an, größer zu denken. Ich sehe schon nichts anderes mehr. Ich überlege nur, was als nächstes, das nächste Ziel. Man muss einfach nur weitermachen und an sich glauben. Einfach nur ein Traum hier zu sein. Schaut euch um, schaut nach links, schaut nach rechts. Das ist superior. Vielen Dank erstmal, dass ihr natürlich alle da wart. Ja, okay. Also ist im Endeffekt ja auch nicht einfach, sowas auf die Beine zu stellen. Irgendwie 5000 Kilometer entfernt von uns allen zu Hause wahrscheinlich. Ich kann euch eigentlich nur eins wirklich hier auf dem Weg mitgeben. Egal, was ihr euch erträumt, die wildesten Träume. Ich bin einfach nur irgendein Typ aus dem Dorf. Wirklich. Ich komme aus dem Dorf, Digga. 5000 Einwohner oder so. Wenn überhaupt. Ghetto des Grauens. Damals, sage ich mal, in die falsche Schiene geraten und so weiter, aber trotzdem noch die Kurve bekommen und so weiter. Und heute sitzen wir alle hier. Wundervolle Menschen am Start, Digga. Jeder hat Spaß. Jeder ist auf einem Weg, auf seinem eigenen Weg auch. Ich hoffe, dass ich bis zu einem gewissen Grad Beitrag dazu leisten konnte und jeder andere euch auch. Deswegen machen wir auch sowas, dass jeder untereinander sich kennenlernt und so weiter. Ist es machbar. Egal, was ihr euch wünscht, egal, was ihr wollt. Ihr möchtet Milliardär werden und somit alles haben, was ihr wollt. Ihr möchtet so ein Gebäude haben. Ist es machbar. Ihr möchtet einfach nur frei sein. Ist es machbar. Egal was, es ist alles machbar. Ich habe selber nicht daran geglaubt. Ich hatte selber Schwierigkeiten dabei, auf dem Weg dahin nicht daran zu glauben, so gesehen. Und beziehungsweise mich aus der Bahn zu werfen. Weil es eben so schwer ist und schwer war, aber letztendlich bin ich, sag ich mal, bis zu einem gewissen Grad an einem Punkt angekommen und ich werde auch noch sehr viel weitergehen. Meine Journey hat gerade erst angefangen. Ich bin 22 Jahre alt. Ich fühle mich zwar schon wie 40, 50, aber ja, ist so, Digga, ist so. Also ich fühle mich schon wie der weise Mann am Fluss, zu dem ihr kommt und euch einen Rat holt und so. Egal, was ihr euch wünscht, ihr könnt es kriegen, aber ihr müsst dafür arbeiten, weil du kriegst nicht immer das, was du dir wünschst, aber du kriegst immer das, wofür du arbeitest. Und wenn ihr denkt, dass ihr genug macht, aber noch nicht da seid, wo ihr seid, dann macht ihr noch nicht genug. Ja. Das müsst ihr verstehen und wirklich verinnerlichen, weil es führt letztendlich kein Weg dran vorbei, das zu tun, was notwendig ist. Und jeder von euch weiß, was notwendig dafür ist, um seine eigenen Ziele zu erreichen. Und jeder von euch kann mir danken und sagen, hey, du hast mir Beitrag geleistet, bla bla. Aber für mich gibt es kein größeres Dankeschön, als wenn ich euch alle glücklich und erfolgreich sehe. Ja. Und ich hoffe, dass das alles so sein wird in Zukunft, jetzt und für immer, so gesehen. Ne? Ich könnte jetzt eine große Rede halten und so weiter, aber im Endeffekt, Freunde, ihr seid alle auf einem Weg, ich bin auf einem Weg, wir teilen diesen Weg bis zu einem gewissen Grad, der eine geht, der eine hört früher auf, der eine später, ist im Endeffekt scheißegal, wir alle sitzen hier, wir hatten eine gute Zeit, wir werden eine gute Zeit haben, jeder weiß, wo er hin will, hoffentlich, jeder weiß, wo er hingeht mit seinem Leben, niemand wastet sein Leben, wir Menschen sind erschaffen worden, um etwas zu kreieren, sonst würden wir nicht solche Gebäude haben. Wenn einer von euch denkt, er kann etwas nicht schaffen, dann guckt euch einfach diese Gebäude an, Alter. Dann werdet ihr wissen, dass Menschen alles schaffen können. Wir sind Menschen, wir können denken, wir haben Kreativität, wir haben die Möglichkeit, etwas zu machen. Und jeder von euch sollte dankbar sein, ein Mensch zu sein, jeder von euch sollte dankbar sein, auf dieser Erde zu leben. Und ja, ich hoffe, dass von euch jeder wirklich dieses Potenzial von sich selber realisiert und letztendlich auch einfach für sich nutzt. Weil es wäre einfach nur eine Schande, sein Leben einfach wegzuwerfen in dieses System, wo wir leider reingeboren sind, in dieses System, was erschaffen wurde, um uns klein zu halten, um uns Menschen kaputt zu machen, weil wir Menschen eben das sind, was wir sind. Wir Menschen haben die Möglichkeit, etwas zu erschaffen und rauszukommen, aber wir sind zu viele und deswegen werden wir eingeschränkt. Aber jeder von uns hat den freien Verstand, hoffentlich. Und das sollte jeder von euch letztendlich einfach realisieren, glaube ich. Weil das ist wirklich einfach meine größte Message, weil ich kann wirklich, ich kann nichts mehr nicht ab, als Menschen zu sehen, die ihr Leben wegwerfen. Einfach in das Normale. Es geht gar nicht darum, Reichtum zu haben. Lamborghini, schöne Wohnung, Haus, dies. Geht gar nicht darum. Es geht einfach darum,
so zu leben, wie du selber möchtest. Und das ist das Superior Life. Weil dein Superior Life ist nicht meins. Und deins ist auch nicht meins. Und deins ist auch nicht seins. Versteht ihr, wie ich meine? Jeder hat sein eigenes und ihr müsst eure eigene Definition vom Superior Life finden. Und das ist letztendlich einfach nur Erklärung für ein Superior Life ist, live your life to the fullest, aber für dich selber. Mach nichts für jemand anderen. Du willst nicht Superior Life leben, damit du Lamborghini fährst, damit du den beeindruckst. Oder sie oder den. Stimmt nicht. Weißt du, ich meine? Sondern du kaufst den Lamborghini für dich selber, hoffentlich. Wenn du ihn überhaupt haben willst, brauchst du gar nicht für ein Superior Life. Verstehst du, wie ich meine? Und das ist das Ding. Es ist im Endeffekt einfach nur, lebe dein Leben so, wie du es möchtest, nicht nach den Regeln von irgendjemand anderem. Zu jedem, zu dem ihr aufseht, ist auch im Endeffekt nur ein Mensch und hat da angefangen, wo jeder von uns angefangen hat. Nur er ist weit genug gegangen und ist niemals stehen geblieben. Weil das ist wirklich ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, weil ich wirklich nichts mehr abhaben kann, im negativen Sinne, als Menschen, die nicht ihr Leben so leben, wie sie es möchten. Und das ist wirklich ein heftiges Thema. Ein wirklich heftiges Thema und jeder von euch ist schon so weit drin, dass ihr gar nicht mehr zurück könnt. Und glaubt mir, ihr werdet in die tiefsten Depressionen. Ich habe auf dem Weg nach vorne so viele Leute mitgenommen, die so viel gesehen haben, die jetzt wieder zurückgefallen sind, die jetzt in Depression leben, die zurückgegangen sind in ihr Leben, aber immer noch mit einem Gedanken an diese Zeit hier denken, wie das Leben ist, wenn du frei bist und nie wieder ein normales Leben führen können. Weil du siehst, wie es ist, aber wie kannst du dann nach den Regeln von jemand anderem leben? Das funktioniert nicht. Das funktioniert einfach nicht. Stellt eure eigenen Regeln auf, tut nichts Schlechtes, bringt niemanden um, verarscht niemanden, macht nicht dies, macht nicht das. Ich würde mal sagen, die 10 Gebote der Bibel treffen es ganz gut in dem Sinne. Aber ansonsten lebt so euer Leben, wie ihr es möchtet. Solange ihr niemandem etwas Negatives tut, könnt ihr auch alles tun, was ihr möchtet. Ja. Und das solltet ihr realisieren und das solltet ihr für euch zunutze machen. Ansonsten ist euer Leben hier als Mensch wasted. Ihr werdet irgendwann mal sterben gehen und ihr werdet traurig sein, weil ihr genau an diesem Moment denken werdet, wo ich gesagt habe, macht es so und ihr habt es nicht gemacht. Und dann werdet ihr euch hassen dafür und dann werdet ihr sterben gehen mit einem negativen Gedanken und dann werdet ihr in einer negativen Position ankommen, wo auch immer wir ankommen. Aber solltet ihr euer Leben so gelebt haben, wie ihr es möchtet, dann werdet ihr denken, okay, ich bin bereit. Es ist vorbei. Fertig ist. Ganz einfach. Ja. So. Und ich sag das, weil ich ein Typ bin, ich habe extrem Angst vor dem Tod, weil ich das Leben so sehr liebe. Und ich das Leben damals sehr, sehr gehasst habe, weil ich mich damals selber umbringen wollte. Ich wollte mir das Leben nehmen, weil das Leben nicht so schön war. Aber ich es jetzt im Nachhinein realisiert habe, dass es anders ist. Und jeder von euch, sage ich mal, ist an einer guten Ausgangsposition, das sich wirklich zugunsten zu machen und das auch zu nutzen, was uns gegeben wird. Und ich kann, wenn ich zurückdenke, wie mein Leben vorher war und wie ich gedacht habe, dann würde ich mir selber einfach nur in den Arsch beißen und mich selber, sage ich mal, verprügeln dafür, dass ich so gedacht habe. Weil, ja, jeder hat mal schwere Phasen. Ich habe bis heute schwere Phasen. Ich habe bis heute schwere Phasen, wo ich nachts liege und denke, fuck, was soll ich tun? Was soll ich hiermit machen? Was soll ich damit machen? Das hat jeder und das habt ihr auch für immer. Aber das ist das Schöne des Lebens, weil ohne negativen Sachen gibt es keine positiven Sachen. Ja. Weil ich habe all diese negativen Sachen durchlebt, dass jeder von uns heute hier sitzen kann und das durchleben konnte. Eine positive Erfahrung für sein Leben mitnehmen konnte. Und ich werde es auch in Zukunft weiter so tun, dass ich Menschen mit positiven Erfahrungen auf den richtigen Weg leiten werde. Weil ich hoffe, dass jeder von euch hier etwas von mir mitnehmen konnte und jeder seine eigene Geschichte dadurch schreibt. Und ich vielleicht, hoffentlich, ein Teil seiner Geschichte bin. Selbst wenn nicht, bin ich es im Herzen. Das ist mir im Endeffekt genug, Freunde. Und ich würde mal sagen, Leute, lebt euer Leben, lebt das Superior Life, so wie ihr es haben möchtet. Und danke, dass ihr da am Start war. Danke, dass ihr da war. Danke dir. Und sag's euch, es gibt nichts Schlimmeres, als am Boden zu sein und dann im Endeffekt hochzukommen und dann zu realisieren, wie konnte ich jemals am Boden sein. Ehrlich, ohne Spaß. Und es muss nicht dazu kommen. Ich habe Trauma durchlitten, die mich geprägt haben. Das muss keiner von euch. Lernt von mir, wenn es geht. Und ich hoffe, ich kann von euch immer wieder was lernen auch, weil das habe ich getan. Ich habe von sehr, sehr vielen Geschichten von euch mit sehr, sehr vielen Leuten gesprochen. Ich habe immer sehr, sehr viel gelernt, was mich im Leben weitergebracht hat. Und ich hoffe, ich konnte euch genauso bereichern. Und im Endeffekt, Freunde, wir sind hier zum Enjoyen. Also Schluss mit dem traurigen Talk und die Tränen. So, Freunde. Dankeschön, dass ihr alle da wart. Danke dir. Danke tausend für das. Ich denke, von uns hat vielleicht 10% schon mal so etwas erlebt. Das ist genial. Mit dieser es war positiv. Ich meine, mit der Yacht, alles Erlebnis, die Gespräche, die man haben kann, auch den Austausch unter uns, das war genial. Und danke tausend, Nick.
für alles. Charlie, die Elefant, danke tausend. Danke dir. Nicht dafür, Digga. Wie gesagt, dafür bin ich da, Digga. Und ich würde sagen, noch einen fetten Applaus für alles. Danke für immer. Ja, und jetzt gleich Blumen oder was? So, Freunde, es sind einige Tage vergangen nach dem Meetup. Wir haben tatsächlich nicht mehr geschafft, irgendwie was aufzunehmen, auch für keinen Vlog und so weiter. Deswegen melde ich mich jetzt wirklich einige Tage später zurück. Wir haben sehr, sehr viel zu tun gehabt, weshalb wir halt eben, wie gesagt, nichts filmen konnten. Aber ist ja kein Problem. Ich melde mich jetzt mit dem Feedback zum Meetup, beziehungsweise lasse ein bisschen Revue passieren, einfach in diesem kleinen Talk. Ja, und zwar habt ihr ja die Clips gesehen, war eine geile Yachtparty. Dann sind wir noch ins Penthouse hier in Dubai gefahren, haben dort nochmal Party gemacht. War richtig geil, wir haben die ganzen Leute getroffen. Einige von ihnen kannte ich schon aus persönlichen Interaktionen. Mit den anderen habe ich mich das erste Mal persönlich getroffen. War richtig, richtig geil. Wir hatten geile Gespräche, wir hatten eine geile Zeit. Jeder hatte Spaß, jeder konnte etwas mitnehmen. Wir hatten Deep Talks des Grauens. Jeder wurde gefördert, jeder hat neue Freundschaften geschlossen und so weiter. Also war es im Grunde genommen einfach nur extrem gelungen. Was ich einfach nur nochmal dazu sagen kann ist, Freunde, auf dem Weg nach oben, der Weg, der kann sehr, sage ich mal, einsam sein. Deswegen ist es, glaube ich, auch mal umso wichtiger für jeden Einzelnen von uns, auch für mich natürlich, seinen Weg auf eine gewisse Art und Weise mit Menschen zu teilen, die dieselben Ambitionen haben. Man muss natürlich nicht immer auf demselben Weg sein, in dieselbe Richtung, nach dem Motto, dass man dasselbe Ziel anstrebt. Jeder ist vielleicht irgendwie in anderen Businesses verwickelt. Aber dass man trotzdem halt Freundschaften auf dem Weg dahin schließt, vor allem, weil man eben durch diese soziale Isolation, die man erleidet, wenn man den ersten Schritt in Richtung Erfolg macht, dass man daraus ein bisschen, sage ich mal, dann neue Freundschaften schließt. Weil bei mir war es so, meine ganzen Freundschaften von früher, die habe ich alle verloren, weil ich einfach immer straight weiter nach vorne gegangen bin und die Leute immer mehr aufgehört haben, etwas zu machen oder gar nicht erst angefangen haben. Und deswegen ist es auch für mich da in der Hinsicht umso wichtiger, ein größeres Netzwerk aufzubauen mit echten Freundschaften, die dann im Endeffekt im Nachhinein, sage ich mal, auf denselben Interessen basieren und keine Freundschaften sind, nur weil man aus demselben Block kommt oder aus derselben Gegend. Und deswegen sind solche Meetups einfach extrem, extrem geil. Und ich bin einfach dankbar für jeden, der da war. Ich bin dankbar, dass jeder da am Start war, jeder, der die Möglichkeit hatte. Für die, die nicht da waren, die Superior Life Member sind, ist es natürlich, wie ihr wisst, nicht das letzte und es war auch nicht das erste. Es kommen noch hunderte andere davon. Und deswegen auch da nicht traurig sein. Ja, aber im Großen und Ganzen war es einfach nur extrem geil. Es war eine Experience, die mich geprägt hat. Es war eine Experience, die alle Beteiligten geprägt hat. Es ist eine Experience for the books, wie ich es immer gerne sage. Und ja, Freunde, das, was ich euch mitgeben kann, wie ich es auch schon auf der Yacht immer gesagt habe, das, was ich euch mitgeben möchte, ist, wie gesagt, teilt euren Weg mit Gleichgesinnten, baut euch ein Netzwerk auf oder sucht euch ein Netzwerk von Gleichgesinnten, lernt Skills, macht etwas. Das Leben ist zu kurz, um es einfach vor sich hinzuleben, wirklich, nutzt dieses Leben, nutzt die Zeit, die ihr habt. Hätte ich nicht damals realisiert, dass dieses Leben so sein kann, dann wäre ich immer noch irgendwo random im Block am Hocken, komplett broke, ohne Ziele im Leben, hätte mir wahrscheinlich irgendwie einen Autokredit geholt für ein Auto oder sowas oder hätte mir, weiß ich nicht, einen Hauskredit geholt und wäre das jetzt am Abbezahlen, am Schichten kloppen und so weiter. Aber jetzt sieht das Leben komplett anders aus. Jetzt kann ich mir nicht nur, jetzt habe ich nicht nur das Haus in dem Sinne, was man sich einfach so kaufen kann und mich nicht für 30 Jahre verschulden müsste, sondern habe auch Freiheit und Lebensfreude und ich verfolge Ziele im Leben, die mich erfüllen. Und das sollte jeder Einzelne von euch genauso tun, Freunde. Und das ist so das Fazit, was ich mitnehmen konnte, auch von den Stories natürlich, wo ich mit den ganzen Superior Life-Membern getalkt habe, was sie mir erzählt haben über ihr eigenes Leben, was für Fehler sie gemacht haben, was sie gelernt haben und so weiter. Daraus konnte ich wieder was lernen. Deswegen wollte ich euch einfach nur noch mal diese Message mitgeben, Freunde, gebt Gas, holt das, was euch zusteht. Also ich sag's immer wieder, aber ich meine es wirklich zutiefst ernst. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als im Nachhinein zu realisieren, dass man hätte etwas tun können, aber es dann letztendlich nicht getan hat. Und denn egal welche Ausgangsposition du bist, egal welche Situation du gerade in deinem Leben durchlebst, wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Aber du musst auch dafür sorgen, dass es gut wird, am Ende so gesehen. Und ja, Freunde, seid ambitioniert, gebt Gas, das Leben ist zu kurz und das muss jeder von euch realisieren. Ich habe es wieder mit diesem Meetup realisiert, weil ich mir dachte schon, fuck,
es ist schon so viel Zeit vergangen. Ich habe schon so viele Leute auf dem Weg kennengelernt. Ich habe so viel, sage ich mal, auch auf einer gewissen Art und Weise Impact auf Menschen gehabt. Und diese Zeit ist so verflogen, obwohl es ja schon, sage ich mal, ein gewisser Zeitraum war. Und ich will mir gar nicht vorstellen, wie schnell die Zeit noch in der Zukunft noch schneller vergehen wird. Umso mehr ich mein eigenes Leben lebe, umso mehr ich wachse, umso mehr ich erlebe. Weil jeder kennt es von euch, wenn ihr einen geilen Moment habt, dieser eine Tag, der komplett geil ist, geht in einer Stunde vorbei. Und wenn du ein scheiß Leben lebst, so gesehen, oder einen scheiß Tag hast, dann hält dieser Tag eine halbe Ewigkeit an. So, und wenn ihr jeden Tag to the fullest lebt, dann vergeht dieses Leben einfach extrem schnell und man sollte jeden Moment zu schätzen lernen und wissen, wohin es geht und nicht einfach nur, sage ich mal, im Nebel rumirren. Und deswegen, Freunde, noch einmal an alle, auch die da waren. Danke, dass ihr am Start wart. Danke, dass ihr diese Journey mit mir teilt. Ich bin einfach nur froh darüber, dass ich ein Teil eurer Journey bin. Und ansonsten für alle anderen, die nicht dabei waren, die vielleicht in Zukunft dabei sind oder was auch immer. Freunde, gebt Gas. Gebt einfach nur Gas. So, nebenbei einfach mal die Dubai-Schokolade probieren. Die ist ja so, ja, in den Hype gekommen, wo die Leute sagen, oh mein Gott, das ist die leckerste Schokolade, die es gibt. Und dann gucken wir einfach mal, was da abgeht. Also als allererstes sieht es schon mal fresh aus, oder? Oder sagt die Freunde? Ja, dann nehme ich mich mal einfach mal durch. Oh yeah. Oh, sieht gut aus. Ne? Sieht schon gut aus. Machen wir mal einen kleinen Taste-Test. Oh shit. So, hier. Riecht stark. So. Warum unterbrechen wir ein Stück ab einfach? Ja. Geht nicht. Gut. Boah. Ist gut? Ist gut. Ja. Ja, ist richtig gut. Boah. Ne? Also. Ja, die ist schon besser. Ja, das ist gut. Also man merkt auf jeden Fall einen Unterschied. Mhm. Zwischen der Fake und der echten. Ja, wir haben davor die Fake bestellt. Es ist so krass. Diese Schokolade kriegst du nur zu einem bestimmten Zeitpunkt des Tages. Zu zwei. Und, ja, zwei Zeitpunkte. Das heißt 14 Uhr und 17 Uhr. Und die ist einfach wirklich nach einer Minute ausverkauft. Das ist geistesgestört. Und heute haben wir uns mal Wecker gestellt, um die einfach mal zu probieren. Boah, die ist schon richtig lecker. Die ist richtig gut, oder? Und klar, ich glaube, das ist wirklich die leckerste Schokolade, die ich in meinem Leben gegessen habe. Ja, finde ich auf jeden Fall. Ja. Also der Hype ist es wert. Ja, 100%. Da haben wir hier Lotus. Also. Das soll Lotus Crunchy Lotus Cheesecake with enhanced White Chocolate. Also, Freunde, nicht nur Hype, übelst heftige Schokolade. Zeigt einfach wieder, die heißt Dubai Schokolade und Dubai ist einfach geil. Und ich wäre natürlich nicht ich, wenn ich nicht aus jeder Situation für euch eine Business Lesson raushole. Ihr habt es jetzt gesehen, wir haben hier die Schokolade, die einfach extrem, extrem viral gegangen ist. Die ist überall ausverkauft. Sie kommt immer in Drops. Wann habt ihr schon mal gehört, dass Schokolade gedroppt wird? Das liegt in dem Fall daran, dass die wahrscheinlich, dass die Schokolade handmade ist und deswegen nur eine gewisse Charge jeden Tag produzieren, die dann jeden Tag sofort verkauft wird. Aber trotzdem könnt ihr das auf jeden anderen Bereich auch beziehen. Und dann könnt ihr auch mit den Preisen artificial hochgehen, so gesehen die Preise künstlich hochhalten, weil eben so wenig Supply da ist. Deswegen könnt ihr sich auch das Recht hier rausnehmen, diese Schokolade für 20 Euro zu verkaufen. Welcher Vollidiot zahlt 20 Euro für eine Tafel Schokolade? Ich und viele andere auch. Einfach nur, um sie einmal zu probieren. Oder wenn sie mir jetzt gefallen hat, was sie getan hat, und ich werde sie auf jeden Fall auch nochmal bestellen, wenn ich sie irgendwie mal wieder in die Finger kriege, ohne dass ich mich um 17 Uhr ans Handy setzen muss, um wirklich eine Schokolade zu kriegen, dann ist es auch egal, ob ich nur eine Tafel Schokolade kaufe oder ob ich dann beispielsweise 5 für 2 Euro oder 10 für 2 Euro kaufe. Macht letztendlich dann keinen Unterschied. Und genauso könnt ihr das auf alle anderen Bereiche auch adaptieren. Wenn du beispielsweise, keine Ahnung, Custom Pieces herstellst, Sneaker, Jacken oder was auch immer, dann mal halt die ganze Woche deine Sneaker an mit deinem eigenen individuellen Design und dann machst du jeden Montag einen Drop und verkaufst dann 5, 10, 15 Paar Sneaker und die sind dann halt jedes Mal sold out und du kaufst dann einen Sneaker, ein gängiger Sneaker ist Air Force One, du malst ihn ein bisschen an, kaufst ihn für 100 Euro und dann verkaufst du den halt für 400, 500 Euro und der Bedarf wird auf jeden Fall da sein, wenn das Produkt gut ist, wenn die Leute genau das haben wollen, was du dann auch produzierst und wenn du dir dann im Endeffekt dann natürlich auch einen Namen machst, weil es gibt auch andere Schokoladenmarken, die versucht haben, das hier zu kopieren, auch eine Tafel für 20 Euro verkaufen, die aber nicht sold out sind. Und deswegen, Freunde, gutes Produkt mit einem Limited Supply kannst du den Preis hochpushen, denn die Leute, die es dann im Endeffekt wirklich wollen, werden den Preis dann auch dafür bezahlen. Und das ist die Business Lesson für euch, Freunde. Und auch nochmal da vor Augen führen,
mit Schokolade. Die haben einfach eine random Schokolade gedroppt und sind jetzt damit alleine wahrscheinlich Multimillionäre geworden. Und das sollte euch einfach mal vor Augen führen, dass ihr wirklich mit jedem Shit Geld verdienen könnt. Ihr müsst einfach nur offen für die Möglichkeiten sein, Freunde. Also, gebt Gas. So, Freunde, das war's auch für diesen Vlog. Wir haben gerade eine intensive Work-Session, wie man sehen kann. Vielleicht konnte man das sehen, vielleicht auch nicht. Ist auch im Endeffekt egal. Also, vielen Dank, dass ihr am Start wart. Abonniert den Channel, damit ihr nichts verpasst. Checkt den neuen Podcast ab, da haben wir Heavy Knowledge gespittet. Kommt ab jetzt jeden Donnerstag. Und ansonsten, checkt die Talking-Videos ab. Gönnt euch das Knowledge. Werdet mit dem Knowledge erfolgreich. Baut es aus, macht weiter, gebt Gas. Wir sehen uns.